Hier ist der Wochenrückblick bei nachrichten@domradio.de. Das katholische Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat geht davon aus, dass die wiedergewählte brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff Reformen im Land anstoßen wird. Die 66 Jahre alte Amtsinhaberin hatte nach Angaben des obersten Wahlgerichts bei der Stichwahl an diesem Sonntag 51,6% der Stimmen erhalten. Ihr konservativer Herausforderer Neves kam auf 48,4%. Norbert Bolte von Adveniat. Ich glaube, dass die Präsidentin mit ihrer auf die Regierung schon Schlüsse ziehen wird aus dem bisherigen Regieren. Und sie wird, denke ich, einerseits versuchen fortzufahren, was sie begonnen hat, nämlich Reformprogramme zugunsten der armen Bevölkerung. Das spüren wir auch sehr deutlich in unserer Projektarbeit, wo immer wieder gesagt wird, wie wichtig diese Politik zugunsten der Armen gewesen ist. Und sie wird aber, denke ich, auch sehr ernst nehmen, ein Mandat, was die Nichtwähler ihr mit auf den Weg gegeben haben. Denn die zusammen mit denjenigen, die ungültige Stimmen oder Enthaltungen abgegeben haben, sagen sehr deutlich, 25% sind das insgesamt, dass sie nicht einverstanden sind mit der Art und Weise, wie sich Gesellschaft und Politik derzeit in Brasilien organisieren. Und man muss dabei berücksichtigen, dass in Brasilien Wahlpflicht herrscht. Der Mainzer Kardinal Karl Lehmann hat die Berichterstattung mancher deutscher Medien über die Weltbischofssynode über Ehe und Familie kritisiert. In einem Beitrag für die Mainzer Bistumszeitung Glaube und Leben bemängelte er Vorurteile und eine erstaunliche Unkenntnis. Er führte aus, von Anfang an sei klar gewesen, dass die zu Ende gegangene Synode im Herbst nächsten Jahres ihre Fortsetzung in einer ordentlichen Bischofssynode finden werde. Von daher seien von der diesmaligen Versammlung der Bischöfe im Vatikan weitgehend eine Situationsanalyse und vor allem ein Arbeitsauftrag bis zur nächsten Synode, auf keinen Fall aber schon verbindliche Beschlüsse zu erwarten gewesen. Das Schokoladenmuseum in Köln zeigt von diesem November an bis zum Dreikönigstag am 6. Januar den Dreikönigenschrein des Kölner Doms in einem Modell aus 300 Kilogramm Schokolade. Die süße Interpretation des vermutlich vom Goldschmied Nikolaus von Verdun geschaffenen goldenen Schreins stammt von der Berliner Bildhauerin Sonja Ahlhäuser. Anlass für den Bau des Modells in Originalgröße ist das 850-jährige Jubiläum der Ankunft der Reliquien der Heiligen Drei Könige in Köln. Sonja Ahlhäuser. Ja, das Gewicht ist immens, aber genau das ist ja, finde ich, auch eine schöne Parallele zu dem richtigen Schrein. Es ist viel edles Material, hier viel edle Schokolade und Fruchtgummi-Edelsteine, die ich gegossen habe, also um auch diese Brillanz und dieses edle, wertvolle rüberzubringen. Der Kölner Dom und Stadtdechant Monsignore Robert Kleine betonte bei der Vorstellung des Dreikönigenschreins aus Schokolade den Wahrzeichencharakter der süßen Interpretation. Der Schrein, so Kleine, sei etwas Populäres. Ich sehe es auch als die Chance, hier an diesem Ort, wo so viele Touristen hinkommen, den Schrein in den Mittelpunkt zu stellen, die Geschichte der Heiligen Drei Könige, die Heilsgeschichte und dann vielleicht anzuregen, sogar in den Dom zu kommen. Wir überlegen immer, wie erreichen wir Menschen mit unserer Botschaft? Und hier werden wir sehr viele, auch Kinder und Jugendliche, sehr gut erreichen. Über 2200 Kinder sind in Sierra Leone bislang von Ebola betroffen. 49 sind an dem Virus gestorben. Das geht aus einer Statistik der Salesianer Don Boscos und der Regierung des westafrikanischen Staates hervor, die das Kindermissionswerk Die Sternsinger jetzt vorgestellt hat. Die Dunkelziffer wird noch höher geschätzt, hieß es. Die Zahlen wurden nach Angaben des Kindermissionswerkes mit Hilfe der Childline ermittelt, einer Telefonhotline. Seit dem Ebola-Ausbruch sind nach Angaben des Hilfswerks über 670 Kinder in Sierra Leone zu Waisen geworden. Auch vom Virus geheilte Mädchen und Jungen seien auf Hilfe angewiesen, da sie von ihren Familien verstoßen würden. In der Kölner Trinitatiskirche hat zum evangelischen Reformationstag der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki einen besonderen ökumenischen Akzent gesetzt. Bei der Reformationsfeier betonte er in einem Grußwort, aufrichtig umgesetzte Gegenseitigkeit könne Blockaden in gegenseitiges Vertrauen wandeln. Gegenseitigkeit in der Ökumene schließt notwendig auch die Orthodoxie und die Freikirchen ein. Zusammen mit einem wachen Blick auf geistliche Entwicklungen in der Weltchristenheit. Auf diese Weise kann der Geist Gottes stärker wirken, unsere Denkformen und Strukturen im Sinne Christi umgestalten und verflüssigen, mehr und anders, als wir selbst es vermögen und erwarten.
und könnte die von Papst Benedikt ausschließlich gegenüber Katholiken angemahnte Entweltlichung nicht auch all das konfessionell oder kulturell Gewohnte einschließen, das nicht dem Evangelium Christi und der genuinen apostolischen Überlieferung in den Herausforderungen unserer sich wandelnden Welt entspricht? Papst Benedikt hat keine Weltflucht gemeint, sondern das johannäische nicht von der Welt sein, aber in die Welt gesandt sein. Und unter diesem Wort, liebe Schwestern und Brüder, stehen wir gemeinsam und sind gemeinsam in unsere gesellschaftliche Wirklichkeit gesandt. Nach menschlichem Ermessen ist der Weg zur vollkommenen Kirchengemeinschaft, zu einer wie auch immer gefassten Einheit in Vielfalt, wahrscheinlich noch weit. Aber wir können schon jetzt die beglückende Erfahrung machen, dass wir Christus unter uns lebendig erfahren, wenn wir in seinem Namen gemeinsam beten und handeln, wenn wir als getaufte Glieder an seinem Leib und aus seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit leben, auch und gerade auf unserem ökumenischen Weg. Aller Heiligen und aller Seelen sind katholische Gedenk- und Trauertage Anfang November. Während die römisch-katholische Kirche an aller Heiligen all ihre Heiligen gedenkt, ist aller Seelen der Tag, an dem durch Fürbitte und Gebet an die Verstorbenen erinnert wird. Traditionell besuchen katholische Gläubige an aller Heiligen Gottesdienste und Friedhöfe, wobei die Gräber der Angehörigen geschmückt und Kerzen entzündet werden. Die Gedenktage am Ende des Kirchenjahres sollen die Menschen trösten, etwa wenn im vergangenen Jahr der Verlust eines Angehörigen zu beklagen war. Zugleich rücken die christlichen Trauertage mit ihrer vielfältigen Symbolik die Vergänglichkeit des Lebens und die Allgegenwärtigkeit des Todes in den Mittelpunkt. Allerheiligen ist in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gesetzlicher Feiertag. Mit einem Pontifikalamt im Kölner Dom hat der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki das Hochfest aller Heiligen begangen. Damit gedachte er gemeinsam mit allen Katholiken weltweit aller Heiliger. Traditionell besuchen katholische Gläubige an aller Heiligen Gottesdienste und Friedhöfe, wobei die Gräber der Angehörigen geschmückt und Kerzen entzündet werden. In seiner Predigt sagte Rainer Maria Kardinal Wölki: Seine Heiligkeit besteht darin, dass Gott in ihm lebt und dass er mit Gott lebt. Wer mit Gott lebt, der ist von ihm erfüllt und der wird so zur strahlenden Leuchte Gottes. Er strahlt dann Gottes Licht und Gottes Liebe aus. Heiligkeit bedeutet dann, in seinem Leben mit Gott aufs Ganze zu gehen, sein Leben ganz und jeden Tag immer wieder neu auf ihn hin auszurichten, auf ihn, der immer schon auf mich hin, auf uns hin ausgerichtet ist. Das war der Wochenrückblick bei nachrichten@domradio.de.